Zurück zu Start und Ziel. Die Reifen werden dann noch einmal angewärmt. Sie wissen es sicherlich als ständige Zuschauer des STW Cups, dass Heizdecken, das Vorheizen der Reifen in dieser Rennserie nicht erlaubt ist, aus Kostengründen. Das ist ein Nachteil vor allem für die frontgetriebenen Fahrzeuge. Das Ganze hat man ja beim Unfall von Warren Hughes auf dem Sachsenring gesehen. Die Hinterreifen bei den Fronttrieblern werden nicht so schnell warm, weil ja nur die Vorderräder die Kraft auf den Boden übertragen. Die Hecktriebel haben es etwas einfacher. Die Vorderräder, die können gelenkt werden. Die Hinterräder bringen die Kraft auf den Boden. Die werden also relativ gleichmäßig warm, die Reifen. Und die Allradler haben mit kalten Reifen ohnehin wesentlich weniger Probleme. Laurent Aiello's Peugeot. Man sieht kaum, dass sich dieses Auto überschlagen hat gestern. Bei übrigens einer Geschwindigkeit von über 200 Kilometer pro Stunde. Das Dach war ziemlich platt. Da hat die Mannschaft dann bis Mitternacht gearbeitet, um den Peugeot wieder flott zu machen. Man war rechtzeitig zu Beginn des französischen Nationalfeiertags des 14. Juli fertig. Die Mechaniker konnten also dann den Feiertag rechtzeitig feiern. Jetzt aber stehen sie, wie wir, gespannt oder blicken gespannt auf die Startaufstellung. Wer wird den besten Start erwischen? 20 Runden stehen jetzt auf dem Programm. 101 Kilometer sind das auf dieser 5,05 Kilometer langen Rennstrecke, die sehr, sehr schnell ist, aber einige Schikanen hat und auch eine Spitzkehre. Und das Ganze gleicht dann doch wieder die Unterschiede zwischen den Allradfahrzeugen und zwischen den zweiradgetriebenen Autos aus. Das Feld steht schön sortiert. Links für Sie Steve Soper mit dem weißen BMW und den roten Außenspiegeln. Rechts Emanuele Pio. Vorhin hatte Soper einen guten Start. Jetzt wird wieder der Knopf gedrückt im Cockpit bei Audi und bei BMW. Es ist ein interner Drehzahlbegrenzer, damit man nicht in den offiziellen Begrenzer reinkommt, der dann nämlich den ganzen Motor mal eben lahmlegt für einige Bruchteile von Sekunden. Die Ampel ist rot. Das Maschinengewehrgeknatter geht wieder los. Grünes Licht und Soper startet wieder hervorragend. Wieder ein fantastischer Start von Steve Soper. Die Fronttriebler kommen wieder nicht gut weg. Soper, Piero, Wendlinger, so geht es rein in die erste Kurve und dahinter wird es wieder mit Sicherheit eng werden. Aber es geht besser diesmal als am Start zum Sprint. Alle sind da relativ problemlos durchgekommen und wieder sind die beiden Streithähne im Kampf um den Titel. Steve Soper und Emanuele Piero aus der ersten Reihe am besten gestartet. Also Steve Soper muss sich hier überhaupt keinen Vorwurf machen, er ist perfekt gestartet. Die Schikane, das Nadelöhr Nummer 2. Auch hier geht alles glatt. Das fällt jetzt viel enger zusammen als vorhin am Start zum Sprint, wo ja diese Kollision ein Loch hineingerissen hat. Und Marco Werner versucht jetzt an Christian Abt vorbeizugehen, während sich Steve Soper an der Spitze gegen die Angriffe von Emanuele Piro wehren muss. Soper, Piro, dann 3-4 Wagenlängen Abstand zu Karl Wendlinger, der auch gut gestartet ist. Dann Alfred Heger, Christian Abt, die gleichen Positionen wie im Sprint. Und Laurent Aiello ist da schon auf dem Vormarsch, der sehr, sehr gut gestartet ist, offensichtlich wesentlich besser als sein Teamkollege Alfred Heger. Weit werden die Autos da herausgetragen, bis ran an den Fahrbahnrand. Das Ganze bei über 200 Kilometer pro Stunde Präzisionsarbeit hier in Wunstorf. Pardon, Heger ist natürlich auf der vierten Position. Ist auch gut weggekommen. Aber Laurent Aiello ist bereits eine Position hinter Marco Werner. Also der kleine Franzose, der hier im freien Training am Samstag der schnellste Mann war, der wird hier mit Sicherheit in diesem Rennen noch für Furore sorgen. Da sehen wir Alfred Heger, dessen Auto unruhig wird beim Anbremsen. Das hängt mit den kühlen Hinterreifen zusammen. Das braucht ein, zwei Runden, bis die Reifen rundum beim Fronttriebler auf Temperaturen sind. Soper hat sich etwas absetzen können in der ersten Runde. Vorsprung eine Sekunde auf Emanuele Piro, dann Karl Wendlinger, Alfred Heger, Christian Abt, Marco Werner und dann schon Laurent Aiello, der jetzt versucht, an Werner vorbeizugehen. Das gelingt ihm auch. Laurent Aiello auf dem Vormarsch mit seinem ausgebeulten Peugeot 406. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie ab und zu die Beulen im Dach. Da hat die Mannschaft Fantastisches geleistet in der Nacht. Anbremsende Schikane, Aiello, Werner, Niedzwitz und dann Jörg Müller und dahinter dann Anthony Reed im bestplatzierten Nissan Primera. Aufgereiht auf der langen Geraden hier auf dem Flugplatz. Ein Jahr hat man pausieren müssen in Wunstorf, weil es politische Querelen gab. Dann gab es eine Petition, dieses Rennen wieder einzuführen und in Bonn hat man nachgegeben, hat zugestimmt und dieses Rennen, das eine große Tradition hat in Deutschland, kann es also wieder geben. Also ganz glatt ist es doch nicht gegangen in der ersten Kurve. Da hat es den Ralf Kalaschek umgedreht, der hier abgeschossen wurde, offensichtlich von Oliver Meyer, dem Teamkollegen.
von Franz Engstler. Vielleicht war es auch Franz Engstler selber nicht genau zu erkennen anhand dieser Bilder. Auf jeden Fall Ralf Kalaschek, der junge Mann mit der österreichischen Lizenz und Staatsbürgerschaft, der in München geboren ist und auch in Bayern liegt. Also im Augenblick nur auf einer hinteren Position. Christian Abt, als bester Privatfahrer, fährt er hier im Sandwich der Peugeot 406 von Alfred Heger und Laurent Aiello. Und Marco Werner bekommt jetzt allmählich Druck durch Klaus Niedzwitz und Jörg Müller. Und das Witzige an dieser Situation ist, dass der Marco Werner mal der Mechaniker war von Klaus Niedzwitz. Und Klaus Niedzwitz war derjenige, der auch Marco Werner zu Beginn seiner Karriere stark gefördert hat. Und nun kämpfen die beiden hier auf der Rennstrecke. Jetzt aber Attacke von Laurent Aiello auf Christian Abt. Am Bremsen der ersten Kurve. Aiello fährt eine ganz, ganz andere Linie. Und da hat er es doch glatt geschafft. Aiello vor Abt, der noch einmal versucht, dann auf die andere Bahn zu wechseln. Und bei der Anfahrt für die Schikane jetzt auf der besseren Linie ist. Aber achten Sie einmal darauf, wie schnell der Peugeot auf der Geraden ist. Da hat der Audi-Fahrer überhaupt keine Chance. Und er hat auch keine Möglichkeit beim Anbremsen, nah genug an den Peugeot heranzukommen. Feine Fahrt also bisher von Laurent Aiello, der auch die schnellste Runde hier bisher gefahren hat. 1,50,6. Ist damit 0,3 Sekunden schneller gewesen als in der ersten Runde bzw. der zweiten Runde der führende Steve Soper. Der hat eine unglaubliche Wut im Bauch, der Laurent Aiello, hat sich fürchterlich geärgert gestern über seinen Ausrutscher, als er diesen Peugeot 406 exakt in dieser Kurve hier, in dieser Doppelrechtskurve auf das Dach legte. Er war bis zu diesem Zeitpunkt 0,3 Sekunden schneller unterwegs bei der Zwischenzeit als der Brite Steve Soper, der schließlich die Pole Position ja herausgefahren hat. Und das zeigt, welches Potenzial in dem gelben Peugeot 406 bei diesem Rennen steckt. Heger greift Wendlinger an. Beim Anbremsen der Spitzkehre war Heger kurz neben dem Audi A4 von Karl Wendlinger. Und der Laurent Aiello hat jetzt bereits den Anschluss hergestellt zu Alfred Heger, seinem Teamkollegen, der jetzt Druck machen muss auf Wendlinger, sonst muss er nämlich selber den Laurent Aiello vorbeilassen. Meldung aus der Box, der Ralf Kalaschek. Der junge Mann ist nicht mehr mit von der Partie, nachdem er ja diesen Schlag in der ersten Kurve bekommen hat. Der Ausfallgrund allerdings ist ein anderer, Kupplung-Defekt. Und deswegen also das Aus für den jungen Mann. Und Soper macht einen Fehler. Soper verbremst sich, steht kurz quer. Hat da alle Hände voll zu tun gehabt, seinen BMW wieder einzufangen. Und Karl Wendlinger sieht in seinem Rückspiegel nur noch gelb. Und ich bin einmal gespannt, welche Taktik sich jetzt Alfred Heger und Laurent Aiello zurechtlegen werden, Wendlinger zu attackieren. Heger versucht es, aber das geht nicht, einen Audi auszubremsen. Das kann nicht funktionieren. Und Aiello profitiert von diesem Duell zwischen Karl Wendlinger und Alfred Heger. Und ich denke einmal, dass sich die beiden Peugeot-Fahrer einig sein werden und sich hier nicht gegenseitig behindern. Pirro hat profitiert von dem Fehler von Steve Soper. Wendlinger fährt Kampflinie. Heger ist innen und er bleibt auf dem Gas. Das kann nicht gut gehen. Da haben sich kurz berührt der Alfred Heger und der Karl Wendlinger und wieder berühren sie sich. Also extrem harte Fahrweise hier zwischen dem Peugeot-Fahrer, dem ehemaligen Audi-Piloten und zwischen Karl Wendlinger, der jetzt zwei Positionen verloren hat. Alfred Heger und Laurent Aiello sind vorbei, fahren jetzt auf der dritten und der vierten Position. Also die beiden Löwen haben mir zugewiesen. Und Wendlinger hier quer gerade in der schnellen Rechtskurve. Er wird jetzt etwas Wut im Bauch haben über die etwas harte Attacke von Alfred Heger. Aber er musste damit rechnen. Er hat bereits den ganzen Sprint, den Alfred Heger, abgeblockt. Hat in der Anfangsphase dieses Rennens ebenfalls Kampflinie gefahren und eine Tür zugemacht. Und irgendwann erfolgt dann eben die Attacke der Verfolger. Aiello hat das Licht angemacht, möchte vorbei an Alfred Heger. Hat wieder die schnellste Runde gefahren mit 1,50,5. Und der Abstand zum führenden Steve Soper ist noch gar nicht groß. Hier sehen wir Soper und Pirro. Die beiden werden auch bald wieder anfangen miteinander zu kämpfen. Und davon könnten dann die Peugeot-Fahrer profitieren. Immer noch eng zusammen die Verfolger mit Heger, Aiello, dann Wendlinger, Abt, Werner, Niedzwitz, Müller, alle sind noch da und jetzt geht Aiello vielleicht vorbei. Oh, also ich nehme meine Aussage da ein bisschen zurück, dass die beiden sich einig sind. Der Alfred Heger macht da dem Laurent Aiello die Tür zu und darüber freuen sich im Augenblick nur zwei, das sind nämlich die beiden Führenden, Steve Soper und Emanuele Pirro.
Aiello scheint vom Potenzial her im Augenblick der etwas schnellere Peugeot-Fahrer zu sein. Heger hier gerade weit rausgetragen, Ausgang der Schikane. Und wir schauen uns noch einmal die Attacke von Heger auf Wendlinger an. Aber ich muss sagen, das hat der Karl Wendlinger sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben, der da nämlich rübergezogen hat. Und es war eigentlich er, der in diesem Moment dem Alfred Heger in das Auto fuhr. Ich bin aber gespannt, was jetzt bei Peugeot an der Box entschieden wird. Darf Alfred Heger den dritten Platz behalten oder muss er Laurent Aiello vorbeilassen, der offensichtlich hier etwas schneller fahren kann in der Anfangsphase dieses Rennens. Und jeden Meter, den er jetzt verliert, während Heger hier über seine Verhältnisse offensichtlich in der Rechtskurve war, weit rausgetragen wurde, davon kann jetzt Aiello profitieren. Aiello jetzt vorbei. Jetzt ist es passiert. Ich denke auch, der Alfred Heger war da gut beraten, den Laurent Aiello, den ehemaligen französischen Tourenwagenmeister, jetzt vorbeizulassen und nicht aufzuhalten und zu behindern. Denn dann hätte er bei Peugeot schlechte Karten für die verbleibende Saison. Heger an diesem Wochenende bisher in der besten Form der Saison. Gewöhnt sich allmählich an den frontgetriebenen Peugeot 406, hat allerdings mit dem Laurent Aiello eine unglaublich hohe Messlatte. Der kleine Franzose auch wesentlich leichter als der Alfred Heger. Das machen dann die entscheidenden Zehntelsekunden aus, die der Laurent Aiello gegenwärtig schneller ist als Heger. 4,6 Sekunden beträgt der Rückstand von Laurent Aiello. Und der Christian Abt, der muss in den Rückspiegel schauen. Er sieht nämlich, und wir sehen hier eine Kollision zwischen, es müsste Klaus Nitzwitz gewesen sein, und einer der beiden Werks-BMW. Alexander Burgstaller oder Jörg Müller. Und Piro macht Druck auf Sopa. Der Abstand zwischen Steve Sopa und Emanuele Piro ist zusammengeschrumpft. Es gibt die erste Attacke von Emanuele Piro. Sopa hat das gesehen, hat aufgelenkt und es gibt einen Führungswechsel. Wir haben die fünfte bzw. die sechste Runde in diesem Rennen. Emanuele Piro, der Tabellenführer, übernimmt die Spitze von Steve Sopa. Also ist wirklich bemerkenswert, die Leistung von Emanuele Piro in diesem Rennen an diesem Wochenende. Auf einer Strecke, die eigentlich nicht unbedingt für den Audi A4 geeignet sein sollte, übernimmt er hier das Kommando. Oh, da gibt es große Schäden am Auto von Franz Engstler. Also war es er, der offensichtlich Ralf Kalacek in der Anfangsphase reingefahren ist. Und Steve Sopa attackiert erneut Emanuele Piro. Also dieses Duell, das wird uns noch weiter beschäftigen, ist noch lange nicht ausgestanden. Während man sich inzwischen an der Box von Franz Engstler, so wird uns gemeldet, auf einen Reifenwechsel vorbereitet. Das aufgrund der Beschädigung an seinem Auto. Klaus Nitzwitz nach seinem Dreher durch die Attacke eines der beiden BMW-Werksfahrer zurückgefallen auf die 14. Position. Liegt damit aber immer noch vor seinem Teamkollegen Armin Hane. Und der Abstand von Laurent Aiello auf die Führenden ist kleiner geworden. Natürlich kleiner geworden, denn Sopa und Piro, die kämpfen ja im Augenblick um die erste Position. Der kleine Franzose profitiert also davon, wenn hier die beiden Führenden gegeneinander kämpfen. Und Sopa hat Mühe, den Anschluss an Emanuele Piro zu halten. Piro, Sopa, Aiello, Heger, Wendlinger, Abt, Werner. Stark unterwegs, Anthony Reed im Nissan Primera hält die 8. Position, kann die Rundenzeiten der Spitze absolut mitgehen. Also da hat sich offensichtlich ausgezahlt, dass man bei Nissan in den letzten Wochen sehr, sehr fleißig gearbeitet hat. Anthony Reed hier mit einem neuen japanischen Nissan-Motor dabei. Im letzten Rennen oder auch im letzten Jahr fuhr man mit einem englischen Triebwerk, das bei Jahnspeed vorbereitet wurde. Und über dieses Triebwerk, da hatten sich die Fahrer in den letzten Wochen ein wenig beschwert. Reed hat auch ein neues Auto und das scheint gut zu funktionieren, zumindest in der Anfangsphase. Reed immer noch vor Jörg Müller, dahinter Philipp Peter, der also nicht besonders weit nach vorne gekommen ist bisher mit dem Audi A4. Und Marco Werner versucht alles an Christian Abt vorbeizufahren. Hierbei geht es um den Sieg in der Privatfahrerwertung. Wobei die beiden hier auch einige Werksautos in der Anfangsphase des Rennens hinter sich gelassen haben.
Hier sehen wir Alexander Burgstaller mit einer eingedrückten Frontpartie. Also ich denke einmal, dass es der Alexander Burgstaller war, der da dem Klaus Nietzwitz ins Heck gefahren ist. Das zumindest würden die Spuren an der Frontpartie erklären. Nicht mehr mit von der Partie ist inzwischen Chris Nissen, der Teamkollege von Christian Abt, während Anthony Reed jetzt da einen kleinen Fehler gemacht hat und den Jörg Müller vorbeilassen musste. Und auch Philipp Peter vorbei an Reed. Also es gibt offensichtlich Schwierigkeiten am Nissan Primera von Anthony Reed, der langsam geworden ist. Und da raucht es auch. Vorne links hängt das Auto herunter. Also das könnte ein Reifenschaden oder ein Aufwärmungsdefekt sein am Nissan Primera. Reed in langsamer Fahrt in die Schikane. Gerade haben wir noch den neuen Nissan Primera gelobt, des Schotten. Und schon ist es wieder vorbei mit der guten Leistung im Nissan-Team. Anthony Reed in langsamer Fahrt. Karl Wendlinger bekommt Druck von Christian Abt und Marco Werner. Kann im Augenblick das Tempo von Emanuel Pirro bei weitem nicht mitgehen. Da ist wieder die ominöse Sekunde Differenz zwischen Emanuel Pirro und Karl Wendlinger in der Rundenzeit. Und das ist sicherlich ein wenig frustrierend für die Teamkollegen von Emanuel Pirro, dass der Römer hier ihnen eine derartige Packung mitgibt. Pro Runde im Augenblick fast eine Sekunde schneller fährt. Und da sind wieder zwei alte Streithähne zusammen, nämlich der Karl Wendlinger und der Christian Abt. Die beiden sind sich auf dem Sachsenring mehrfach gegenseitig ins Gehege geraten. Und die Rundenzeiten, die uns hier eingeblendet werden, sagen ganz deutlich, der Christian Abt ist im Augenblick der schnellere Mann auf der Rennstrecke. 0,4 Sekunden. In der letzten Runde war er schneller. Und das wird nicht allzu lange dauern. Dann greift der Christian Abt hier nach der fünften Position. Immer wieder wird weit rausgefahren auf die Wiese. Das kann gefährlich sein. Das musste gestern Marc Gindorf merken, der mit hoher Geschwindigkeit etwas von der Strecke abkam und sich dann die Aufhängungen förmlich aus dem Auto herausriss und deswegen hier im Rennen nicht dabei ist. Jörg Müller und Philipp Peter im Bild. Da geht es um die 9. Position. Zwei Leute, die sich aus der deutschen Formel-3-Meisterschaft noch kennen. Jörg Müller, der ein Wochenende mit Höhen und Tiefen bisher hatte, hier in Wunstorf, der im freien Training immer sehr, sehr schnell war. Dann im Zeittraining gestern funktionierte es überhaupt nicht. Heute früh im Aufwärmtraining lief es wieder ganz gut mit der viertbesten Zeit. Aber im Rennen, beziehungsweise vorhin im Sprint, Sie wissen es, die Kollision mit Alexander Burgstaller gleich in der ersten Kurve. Viel Dreck auf der Strecke. Auch das hilft dann den Fahrzeugen mit Allradantrieb. Während Steve Soper allmählich Druck bekommt von Laurent Ayel. Also Steve Soper, hier sehen wir das, Emanuel Pirro hat sich abgesetzt. Soper kann das Tempo von Pirro überhaupt nicht mitgehen im Augenblick. Laurent Aiello kommt näher. Alfred Heger hat den Anschluss verloren zu seinem Teamkollegen. Und die Gruppe mit Karl Wendlinger, Christian Abt und Marco Werner schiebt sich im Augenblick eher näher heran an Alfred Heger. Soper gegen Aiello, dieses Duell kennen wir noch vom Lauf in Assen auf dem holländischen Motorrad Grand Prix Kurs. Ein Duell, das die Herzen erwärmte. Zwei absolute Profis, die teilweise nebeneinander fuhren bei hohen Geschwindigkeiten. Wir sitzen im Augenblick im Auto von Philipp Peter, der sich nach wie vor müht um die 8. Position, die im Augenblick vom vor ihm fahrenden Jörg Müller gehalten wird. Anthony Reed hat inzwischen die Boxengasse aufgesucht und angelaufen und die Informationen, die wir im Augenblick haben, ist ein Motorschaden. Ich weiß nicht, ob sie das bestätigen wird und es wird jetzt eng. Eng wird es zwischen Alfred Heger, Karl Wendlinger und Christian Abt. Heger deutlich langsamer geworden in den letzten Runden. Die frontgetriebenen Fahrzeuge, die haben viel Wheelspin und Traktionsprobleme in der langsamen Schikane. Und das geht natürlich auf die Reifen. Aber der Laurent Aiello ist im Augenblick immer noch der absolut schnellste Mann auf der Strecke und knabbert am Abstand auf Steve Soper. Heger, Wendlinger, Abt und Werner, ein Viererpaket von der 4. bis zur 7. Position. Und Wendlinger rutscht hier raus. Übersteuern gerade am Audi A4 des Österreichers. Und das kostet gleich wieder ein paar Meter im Kampf mit Alfred Heger. Ja,
Es ist wirklich bemerkenswert, während Karl Wendlinger hier wieder weit nach außen getragen wird, wie die privat eingesetzten Autos mithalten können im STW Cup. Genau das war ja die Philosophie, die die Gründer dieser Serie im Hinterkopf hatten. Wilhelm Lüding, dann Jochen Nerpasch, der Serienmanager. Man kann hier mit Feuer des Autos, die bei einem vernünftigen Team eingesetzt werden, absolut mithalten mit den Werken. Der Christian Abt hat da gerade aufgeblendet, fühlt sich inzwischen schon etwas aufgehalten vom Karl Wendlinger. Aber wie ich den Karl kenne, wird er nicht so leicht nachgeben. Denn auch für ihn geht es hier um wertvolle Punkte in der Meisterschaft mitzunehmen. Denn zwischen Christian Abt und Karl Wendlinger, da geht es auch im Kampf um die dritte Position in der Tabelle. Aiello ist immer noch der schnellste auf der Strecke. 1:50,7 in der letzten Runde. Während Marco Werner hier weiter beißt am Heck von Christian Abt. Also in diesem Paket, da geht es mächtig zur Sache. Und Aiello ist jetzt bereits dran an Steve Soap. Wir schreiben die 10. Runde. Das ist also gerade einmal Halbzeit in diesem Rennen. Und es ist alles offen. Es können drei verschiedene Marken dieses Rennen gewinnen. Audi, BMW oder Peugeot. Neue Information aus der Boxengasse besagt, dass Anthony Reed keine Motorschaden hatte, sondern unsere erste Vermutung stimmte. Er hat einen Randstein berührt, hat sich dabei die Felge verbogen und deswegen das Aus. Schade für Nissan. Ein leichter Aufwärtstrend ist ersichtlich gewesen im Training und auch im Sprint und auch in den ersten Runden des Rennens. Einen stärkeren Motor aus Japan sollte auch Sascha Maaßen bekommen für das Rennen, aber Anthony Reed hatte gestern in der schnellen Doppelrechtskurve einen Ausrutscher und hat sich dabei auch den Motor beschädigt und deswegen war der Ersatzmotor den einzigen, den man hat, wurde dann eingebaut für das Rennen in das Auto von Anthony Reed. Karl Wendlinger hat sich wieder etwas freischwimmen können, hat ein paar Wagenlängen Vorsprung gewonnen auf Christian Abt, der auf den Geraden logischerweise etwas langsamer ist als der Werks-Audi. Ich sagte es Ihnen vorhin bereits, die Aerodynamik der Werks-Audis und der privat eingesetzten Abtfahrzeuge ist etwas anders. Die Werksautos sind auf etwas weniger Abtrieb, also auf mehr Geschwindigkeit auf den Geraden ausgelegt. Das war die Erkenntnis, die man aus der letzten Saison mit dem Audi A4 mitgenommen hat in die Saison 1996. Jäger fährt ein starkes Rennen bisher, hat sich so allmählich an den Frontantrieb gewöhnt, was gar nicht so einfach ist. Das haben alle Fahrer bestätigt, die irgendwann einmal angefangen haben, einen Fronttriebler zu fahren. Und an der Spitze, liebe Zuschauer, wird es enger, während der Alfred Jäger hier eine ganz, ganz ungewöhnliche Linie wählt, den Karl Wendlinger auf diese Weise vielleicht ein bisschen verwirren möchte. Das Paket an der Spitze mit Emmanuel Piero, Steve Soper und Laurent Aiello hat sich jetzt auf 2,3 Sekunden zusammengeschoben. Und noch immer fährt Laurent Aiello die schnellsten Zeiten im gesamten Feld. Und auch Soper im Augenblick schneller unterwegs als der führende Emmanuel Piero. Also das könnte hier in der zweiten Rennhälfte für reichlich Spannung und Dramatik sorgen. Da haben wir die drei. Piero hat noch einen Vorsprung, aber dahinter wird es jetzt richtig eng zwischen Steve Soper und Laurent Aiello. Und jetzt schauen Sie sich den kleinen Franzosen an. Mit dem reparierten, mit dem ausgebeulten Peugeot 406, den gestern schon einige im ersten Moment als Totalschaden abgeschrieben hatten. Und er kämpft hier mal eben um die zweite Position. Aber im Peugeot-Team, da hat man sich nach dem Unfall gestern sofort dran gemacht, gut gelaunt. Man hat es Laurent Aiello nicht übel genommen. Und man hat, so die Aussage der Mechaniker, schon einmal ein Auto repariert, das schlimmer zugerichtet war bei einem Lauf der französischen Meisterschaft. Und man ist also solche Tätigkeiten durchaus gewöhnt. Und im Augenblick profitiert Emmanuel Piero davon, dass Steve Soper schon anfangen muss, etwas Kampflinie zu fahren. Hat in der letzten Runde etwas mehr Vorsprung gewonnen. Und auch der Tatendrang von Laurent Aiello jetzt etwas eingebremst. Dann letzte Runde zum ersten Mal über 1,51, nachdem man in Runden zuvor immer 50er-Zeiten hier auf den Asphalt gelegt hat.
Wir sitzen wieder im Auto von Philipp Peter, der immer noch hinter Jörg Müller herfährt, also unverändert die Situation. Es spielt sich auf der 8. und der 9. Position ab, aber die beiden kommen Stück für Stück in den letzten Runden dem Marco Werner näher mit dem Opel Vectra. Hier sehen wir das. Also da dürfte sich auch in der Schlussphase noch ein spannender Kampf entwickeln. Und die haben rein theoretisch noch Anschluss bis nach vorne zur 4. Position. Man glaubt es kaum, für den Philipp Peter, den Österreicher, der in der Schweiz liegt, wäre dieser 9. Platz das bisher beste Ergebnis im Super-Tourenwagen-Cup, obwohl er schon zweimal auf der Pole-Position stand. Aber im Rennen gab es bisher immer Pleiten, Pech und Pannen. Viele Probleme, viele Ausfälle, Unfälle, technische Defekte wie in Assen. Und der Philipp Peter, der bangt und betet förmlich, Mensch bitte, endlich einmal ein gutes Ergebnis. Wir sehen wieder den Dreikampf um die Spitze. Das sind dieselben drei Herren, liebe Zuschauer, die in Assen auf dem Motorrad-Grand Prix-Kurs hier für ein spannendes Rennen sorgten. Eine ähnlich schnelle Strecke. Emmanuel Pirro im Audi, Steve Soap beim BMW und Laurent Aiello im Peugeot. Und für viele sind diese drei auch im Augenblick die absolut schnellsten Fahrer in dieser Rennserie. Emmanuel Pirro, der ehemalige Formel-1-Pilot, Steve Soap, ein Mann mit jahrelanger Tourenwagenerfahrung, der ewig dafür brauchte, endlich einmal eine Meisterschaft zu gewinnen. Im letzten Jahr dann in Japan mit dem Schnitzer Team war es endlich der Fall. Und Laurent Aiello, das ist der Tourenwagenmeister Frankreichs von vor zwei Jahren. Wir haben also an der Spitze drei verschiedene Tourenwagenmeister. Pirro, zweimal italienischer Meister, Soper, japanischer Meister und Aiello, französischer Meister. Die Creme de la Creme des Tourenwagensports in dieser German Open, wie diese Meisterschaft genannt wird. Aiello attackiert Steve Soper. Und Soper wehrt sich nicht allzu sehr. Der Steve Soper ist so ausgeschlafen und so routiniert, dass er hier genau weiß, wenn ich ihm die Tür zumache, dann knallt es. Und dann habe ich gar nichts davon. Dann verliere ich nämlich wertvolle Punkte im Kampf um den Titel mit Emanuele Pirro. Aiello jetzt also auf der 2. Position. Und es wird jetzt nicht allzu lange dauern, denke ich einmal. Und der Abstand auf Emanuele Pirro wird weiter schrumpfen. Pirro hat den Blinker brav gesetzt, wird nämlich versucht hier gerade einen Alfa Romeo zu überrunden, der hier gerade ein bisschen noch in die Wiese räubert. Das ist der Oliver Meyer, der schon im Training, im freien Training einen Ausrutscher hatte, eine Landeläufte traf, dabei sein Auto heftig verbog und die Engstler-Mannschaft hat sein Auto dann wieder fit gemacht. Viel zu tun hat die Engstler-Truppe und der Franz Engstler, der Teamchef und Fahrer in einer Person ist, hat das Ganze dann mit einem Dank auf der Motorhaube versehen. Vielen Dank an die Mechaniker, die vor allem auf dem Sachsenring vor 14 Tagen eine Menge Arbeit hatten. Und Laurent Aiello kommt näher an Emmanuel Pirro heran. 1:50.9, wieder eine schnelle Runde von Aiello. Hat damit den Rückstand auf 2,2 Sekunden reduziert. Während der Alfred Heger immer noch vor Karl Wendlinger liegt auf der 4. Position. Das Paket von der 4. bis zur 9. Position schiebt sich immer enger zusammen. Der Philipp Peter kommt jetzt richtig nah an Jörg Müller. Also in der Schlussphase in der 2. Hälfte dieses Rennens. Hier wunderschöne Aufnahmen aus der Bugkamera im Audi A4 von Philipp Peter. Und jetzt sitzen wir im Cockpit. In der Schlussphase des Rennens kann also Philipp Peter offensichtlich zulegen. Er ist zwar immer noch entfernt von den Rundenzeiten, die Emanuel Pirro an der Spitze fährt, aber Peter kann sich vielleicht noch Jörg Müller und vielleicht sogar Marco Werner schnappen. Marco Werner hat jetzt etwas den Anschluss verloren zu dem Führenden der Privatfahrerwertung, Christian Abt. Die Differenz inzwischen 1,1 Sekunden. Die Rundenzeiten von Marco Werner etwas langsamer geworden. Und er hat auch in dieser schnellen Rechtskurve alle Hände voll zu tun im Augenblick, sein Auto auf der Strecke zu halten. Also über die Distanz gibt es mit dem Opel Vectra doch noch ein bisschen Probleme. Während der Franz Engstler immer noch mit seinem havarierten Alfa Romeo unterwegs ist. Liegt auf der 17. Position, duelliert sich im Augenblick mit Claudia Hürtgen im schwarzen Wolf Mondeo. Zweikampf zwischen Alfred Heger und Karl Wendlinger weiter im Gange. Dahinter dann die ganze Meute mit Christian Abt, Marco Werner, Jörg Müller und Philipp Peter. Und das sind alles
angeführt von Karl Wendlinger, ehemalige Formel-3-Piloten, die hier miteinander kämpfen. Nur der Alfred Heger, der ist sein Leben lang nichts anderes gefahren als Tourenwagen. Also Marco Werner, Christian Abt, Jörg Müller und Philipp Peter, die kennen sich alle sehr, sehr gut aus der deutschen Formel-3-Meisterschaft. Dort sind sie gegeneinander gefahren. Und sie alle haben einmal darauf gehofft, den Sprung in die Formel 1 zu schaffen. Es ist ihnen bisher zumindest nicht gelungen, obwohl der Jörg Müller beispielsweise einer ist, der es vielleicht noch schaffen könnte. Und der Sascha Maaßen erlebt hier eine Schrecksekunde. Ist hier in der schnellen Rechtskurve rausgerutscht in die Wiese, hat das Richtige getan, hat nicht gegengelenkt zu sehr, um auf die Strecke zurückzukommen, sondern hat das Auto geradeaus schieben lassen, denn sonst passiert es ganz schnell wie beim Laurent Aiello im Training. Maaßen auf die 16. Position damit zurückgefallen. Also wieder ein Wochenende zum Abhaken, leider Gottes für Nissan, nachdem es am Anfang gar nicht so schlecht aussah, durch Anthony Reed, der sich in der Top 10 halten konnte. Aber die Aussagen beider Fahrer, das Auto ist sehr, sehr schwer zu fahren, sehr unruhig, vor allem in den schnellen Kurven. Man hat neue Felgen, ein neues Fahrwerk und dadurch das Auto etwas nervöser. Alfred Heger, 4. Position. Karl Wendlinger macht Druck, ist im Augenblick schneller unterwegs als Alfred Heger. Und dahinter staut sich allmählich die Verfolgerschaft. Getriebene Audi A4 klar im Vorteil. 16 Runden inzwischen gefahren und der Abstand zwischen Emanuele Pirro und Laurent Aiello weiter geschrumpft, nur noch 1,9 Sekunden. Hier haben wir das eingeblendet. Steve Soper hat den Anschluss längst verloren, 3,8 Sekunden sein Rückstand. Und dahinter, da wird es in den letzten Runden gewaltig zur Sache gehen. Wendlinger jetzt besser herausgekommen aus der ersten Kurve nach Start und Ziel, aber auf der Geraden ist der Peugeot aufgrund seines geringen Gewichts, aufgrund der guten Aerodynamik, man hat den Peugeot auf relativ wenig Abtrieb ausgelegt. Das etwas schnellere Auto, aber in der Schikane, da hat der Audi A4 den Vorteil und jetzt ist Karl Wendlinger wieder neben Alfred Heger bei der Anfahrt zur Spitzkehre am Ende der langen Gegengeraden. Jetzt sollte Karl Wendlinger eigentlich in der Lage sein, später zu bremsen als Alfred Heger. Das ist der Fall. Wendlinger übernimmt also erneut die 4. Position von Alfred Heger. Wirklich eine feine Leistung von Karl Wendlinger an diesem Wochenende. Der zwar klar im Schatten steht von Emanuele Pirro, aber so allmählich kommt er zurecht mit dem Audi A4. Er gibt selber zu, die Umstellung war doch größer, als er erwartet hatte. Mit den wenigen PS, den 300, die er zur Verfügung hat, umzugehen. Das ist für einen ehemaligen Formel 1-Fahrer gar nicht so leicht. Sascha Maaßen ist inzwischen in die Box hineingekommen. So die Information aus der Boxengasse. Er wird also nach seinem heftigen Ausritt dadurch die Wiese doch zu viele Schäden am Auto gehabt haben. Damit ein Totalausfall bei Nissan. 3 Runden noch zu fahren. In der letzten Runde ist die Differenz zwischen Emanuele Pirro und Laurent Aiello identisch geblieben. Steve Soper hat sich wieder etwas näher herangeschoben, ist aber inzwischen zu weit weg. Und dann etwa 11 Sekunden dahinter dieses Paket, wo gerade Jörg Müller einen kleinen Fehler machte, weit nach außen getragen wurde. Und jetzt hat der Philipp Peter vielleicht eine Chance. Um die 8. und 9. Position zwischen den beiden ehemaligen Formel-3-Piloten Jörg Müller und Philipp Peter. Wir sitzen wieder im Audi A4, da raucht bei Jörg Müller in der Schikane. Und beim Herausbeschleunigen geht Philipp Peter jetzt daneben. Aber auch der BMW ist auf den Geraden schneller als der Audi A4, zumal das Auto von Philipp Peter geradeaus offensichtlich langsamer ist als jenes von Emanuele Pirro. Jörg Müller nimmt da gerade beide Hände vom Lenkrad, sagt, ja, es geht irgendwie wohl nicht. Also der Mann hat Nerven. Jörg Müller, der schert sich um überhaupt nichts. Liegt auch gerne selber unter seinem Auto, nicht während der Fahrt, sondern
nach dem Training, schraubt gerne selber mit, ist ja gelernter Kfz-Mechaniker, baut auch selber an seinem Formel 3000 Auto beim Marco-Team. Und er hat zwischendurch hier noch die Zeit, beide Hände vom Lenkrad zu nehmen. Und Peter jetzt gerade unheimlich dicht herangekommen beim Anbremsen. Also ich bin einmal gespannt, wie das Duell zwischen diesen beiden ausgehen wird. Und Marco Werner ist vor Christian Abt. Und das Ganze in der 18. Runde, also drei Runden vor Schluss. Das Duell um den Sieg in der Privatfahrerwertung plötzlich zugunsten von Marco Werner. Die Spitze unverändert. Der Abstand zwischen Emmanuel Piron und Laurent Aiello wieder etwas angewachsen. Also ich fürchte einmal, das reicht nicht mehr für den Laurent Aiello, hier noch in den letzten beiden Runden das Ruder herumzureißen und den zweiten Sieg für Peugeot zu schaffen. Marco Werner aber vorbei. Und Christian Abt jetzt auf der sechsten Position. Und eine weitere Information jetzt vielleicht für unsere Nissan-Freunde. Es war ein blinder Alarm, was Sascha Maaßen betraf. Man hatte sich auf einen Boxenstopp vorbereitet, hatte wohl auch in die Information, dass er reinkommt. Aber er ist draußen geblieben und fährt im Augenblick weiter auf der 16. Position. Wendlinger hat da kurz das Licht angemacht, läuft nämlich auf einen Nachzügler auf. Das ist Wolfgang Dremel im Ford Mondeo. Marco Werner blinkte gerade den Wolfgang Dremel an, der aber brav Platz macht mit dem Wolf Ford Mondeo. Er klappt an diesem Wochenende nicht besonders viel. Wiederum ein schlechtes Ergebnis für Ford. Man dreht sich weiter im Kreis, man weiß nicht so recht, woran es liegt mit dem einzigen Sechszylinder-Auto im Feld. Alfred Heger macht noch einmal Dampf, kommt näher heran an Karl Wendlinger. Und Christian Abt muss jetzt aufpassen, dass nicht noch Jörg Müller in der letzten Runde an ihm vorbeifährt. Abt attackiert jetzt noch einmal Marco Werner am Bremsen der Schikane. Und jetzt ist Abt wieder auf der besseren Position. Und Werner muss Christian Abt wieder vorbeilassen. Und Alfred Heger hat einen Fehler gemacht. Alfred Heger plötzlich zurückgefallen hinter Christian Abt und auch Marco Werner. Kommen jetzt hier vorbeigeflogen, im Formationsflug über die Start- und Zielgerade, zu dritt nebeneinander. Jörg Müller ist da noch mit dabei, zwängt sich da vorbei zwischen Boxenmauer und Marco Werner. Und jetzt geht es so in die letzte Runde und das konnte nicht gut gehen. Alfred Heger fährt Christian Abt ins Heck. Jammerschade für den Alfred Heger, der jetzt aufgeben muss. Das frechte Vorderrad ist abgerissen. Oh, 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 wird der Alfred Heger sich jetzt ärgern. Es lief so gut bisher an diesem Wochenende für ihn. Und jetzt in der allerletzten Runde das aus. Aber zu dritt, zu viert konnten die ja nun wirklich nicht in diese Spitzkehre reinfahren. Da musste einer den kürzeren ziehen. Und die Kollision zwischen Alfred Heger und Christian Abt war die Folge. Letzte Runde läuft für Emanuele Pirro, der zwischen ein beruhigendes Polster hat von 2,1 Sekunden. Und dieser Sieg gibt ihm natürlich einen weiteren Vorsprung in der Meisterschaft. Er bleibt hier fehlerfrei mit einer weißen Weste. Und er selber hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, hier in Wunstorf zu gewinnen. Und noch einmal wende ich mich an die Nissan-Freunde. Sascha Maaßen ist jetzt doch an die Box gekommen und hat endgültig aufgegeben. Also, es war leider doch kein falscher Alarm. Sascha Maaßen, eine Runde vor Schluss, nicht mehr mit von der Partie. Auch Alfred Heger draußen unterhält sich hier mit dem Streckenposten der ONS-Streckensicherung, die auch vor 14 Tagen beim Unfall von Vern Hughes auf dem Sachsenring hervorragende Arbeit geleistet hat. Und Emmanuel Pirro biegt ein auf die Start- und Zielgerade. Die letzten Meter für den Italiener. Der vierte Sieg im fünften Rennen. Einmal ist er Zweiter geworden. Und damit meldet Emmanuel Pirro seine Ansprüche auf den Titel noch massiver an als bisher. Ein Sieg in Wunstorf, damit hat er selber nicht gerechnet. Laurent Aiello, der Mann, der gestern auf dem Dach lag im Zeittraining, schafft das unglaubliche zweiter Platz. Steve Soper wird enttäuscht sein. Es hat wieder nicht geklappt mit dem ersten Saisonsieg für BMW. Karl Wendlinger wird Vierter und Marco Werner, der freut sich gewaltig über den fünften Platz. Philipp Peter war der große Nutznießer dieser Karambolage in der letzten Runde. Der holt nämlich noch den sechsten Platz vor Jörg Müller und Christian Abt, der sich nach der Kollision mit Alfred Heger also doch noch ins Ziel gerettet hat. Alex Burgstaller als Neunter im Ziel. Tamara Vidali wird Zehnte. Das also
das Ergebnis. Und der Franz Engstler, dem ein Auto raucht, das löst sich förmlich in alle Einzelteile auf. Schaden nicht nur vorne rechts, Schaden auch vorne links. Ein ähnliches Bild hatten wir ja schon vor 14 Tagen beim Sachsenring, als er sich als Dreirad ins Ziel rettete. Und auch diesmal übrigens liegt er ganz dicht zusammen in der Schlussphase mit Claudia Hürtgen. Hier noch einmal dieses unglaubliche Duell. Alfred Heger knallte da dem Christian Abt ins Heck und auch der Jörg Müller war ein Leidtragender. Verlor da jegliche Chance auf einen weiteren Positionsgewinn. Das Ganze gefilmt aus der Inboard-Kamera von Philipp Peter. Heger knallt Abt ins Heck, Werner schlüpft innen durch. Müller versucht es außen, wird dann aber noch von Alfred Heger getroffen. Und Philipp Peter macht mit einem Schlag drei Positionen gut und sorgt so für sein persönlich bestes Ergebnis im WSTW Cup, nämlich ein sechster Rang. Da stehen sie, die beiden Streithähne, Christian Abt und Alfred Heger. Der Super Tour. Seinem Triumph heute eine Vorentscheidung vielleicht herbeigeführt hat im Super Tourenwagen Cup. Laurent Aiello, der Mann, der gestern auf dem Dach lag im Zeittraining, mit einer glänzenden Leistung auf dem zweiten Platz. Steve Soper auf Platz 3. Das dürften die drei großen Titelfavoriten in dieser Saison sein. Karl Wendlinger verpasst knapp den Sprung auf das Siegerpodest. Marco Werner als bester Privatfahrer, ein fantastisches Ergebnis. Der fünfte Rang bei Opel läuft es im Augenblick wirklich überall gut, sowohl in der ITC wie auch hier im STW Cup. Philipp Peter mit seinem besten Ergebnis im STW Cup auf Platz 6. Jörg Müller siebter, Christian Abt nach dem Pech in der letzten Runde durch die Kollision mit Alfred Heger zurückgefallen auf die achte Position. Und dann Alex Burgstaller, wieder ein